Was finden Männer an Frauen wirklich anziehend? Und hier kommt die Wahrheit. Bleibt dran. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe auf allen Ebenen. Und dann kann es endlich wieder strahlen und du hast es verdient. Es ist dein Geburtstag. Ich bin hier, um den Menschen zu helfen, endlich glücklich zu werden. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Woche. Heute geht es um das, was Männer wirklich an Frauen anziehend finden. Denn die Medien lügen uns da ein bisschen was vor, egal ob Social Media ist oder Fernsehen oder Radio, was auch immer. Wir wissen jetzt gleich die Wahrheit. Ganz, ganz wichtig ist, dass du diese Punkte verknüpfen kannst. Das ist nicht nur ein Punkt, sondern alle 10 wären super. Wenn du die hast, dann bist du der Männermagnet. Es geht los mit dem ersten Punkt, und zwar, wenn du mysteriös bist. Mysteriös heißt, der Mann findet dich noch immer interessant, weil er nicht alles von dir weiß. Der zweite Punkt ist, du bist klug. Also der Mann unterhält sich gerne mit Frauen, mit denen er wirklich ein Gespräch führen kann. Das ist ganz, ganz wichtig für die Männer. Die dritte ist die Minimalistin. Das heißt, dass du nicht so ein großes Aufhebens machst um alle Dinge, 5 Stunden im Bad verschwindest, weil du dich herrichten musst und dann kommst du in einem schwarzen Kleid raus, erledigt. Also das nervt die Männer ein bisschen, also ein bisschen minimalistischer lieben sie es. Die Unterstützerin ist ganz, ganz wichtig, weil der Mann braucht Unterstützung in seinem Beruf und in seinem Hobby von der Frau. Die Frau, die das Leben viel, viel leichter nimmt, ist Punkt Nummer 5, denn das liebt er auch, wenn nicht immer alles so schwer ist und so viele Gewitterwolken und so viele Sorgen und alles ist so schlimm. Der Mann möchte es leicht haben. Die Ambitionierte heißt Nummer 6, diese Frau hat eigene Pläne, also ist nicht komplett von ihm abhängig, er ist nicht für alles verantwortlich und zuständig. Sie will auch selber Ziele in ihrem Leben erreichen ohne ihn. Die 7. ist die loyale Gefährtin. Das heißt, der Mann weiß genau, mit dieser Frau kann ich alt werden, denn wir bauen uns gemeinsam ein Leben auf, mit Familie oder ohne, ist total egal. Aber er weiß, diese Frau steht loyal hinter mir. Die Nummer 8 ist die humorvolle. Also ganz, ganz wichtig sind den Männern Frauen, die einen eigenen Humor haben, also die auch lachen können und die auch über sich lachen können. Also wieder das Gleiche, die alles nicht so ernst nehmen. Die Nummer 9 ist die unabhängige Frau, habe ich eh schon gesagt, so ähnlich war das vorher. Eine Frau, die auch ohne ihren Mann mal den Tag verbringen kann, also die auch sich gern mit ihren Freundinnen trifft. Übrigens wieder Punkt Nummer 1, die ist nämlich dann wieder interessant und mysteriös, weil sie nicht jeden Tag zur Verfügung steht oder jeden Abend. Und die Nummer 10 ist die selbstliebende Frau. Ganz, ganz wichtig, hört ihr ja immer in meinen ganzen Beiträgen, dass die Selbstliebe ganz, ganz, ganz wichtig ist. Denn eine Frau, die sich selber liebt, und wir wissen ja, dahinter steht dann die Blockade von der Kindheit, ich bin nicht gut genug, und das strahlt sie auch aus. Also die selbstliebende Frau strahlt diese Selbstliebe aus, heißt wieder für den Mann sehr, sehr attraktiv, denn die Frau weiß genau, was sie zu bieten hat, die weiß genau, wie wertvoll sie ist, sie setzt auch Grenzen, denn das kann sie, weil sie sich selber liebt, weil die Selbstliebe das Wichtigste ist. Und wie gesagt, diese Ausstrahlung von dieser Frau ist wie ein Magnet für die Männer. Aber wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, ist es nicht nur ein Magnet für die Männer, denn all diese Punkte sind auch wichtig für dich als Frau ohne einen Lebenspartner, ohne einen Mann. Denn wenn du all diese Punkte erfüllst und es geht dir dann wirklich richtig gut dabei, weil du diese Punkte erfüllst, weil du dich hingesetzt hast, weil du deine Blockaden aufgelöst hast, um unabhängig zu sein, um dich selbst lieben zu können, um optimistisch sein zu können, um humorvoll sein zu können. Das sind alles so Blockaden von der Kindheit, die uns daran hindern, das alles zu haben. Also daran
ist es schon wichtig zu sehen, dass es auch für dich alleine sehr, sehr wichtig ist, dahin zu kommen, was auch Männer anziehend finden. Wenn du Hilfe dabei brauchst, melde dich gerne bei mir. Wir machen das genau mit meinen Programmen alles durch, damit es sich alles verändert. Du siehst ja auf YouTube die ganzen Kundenrezensionen, auf meiner Website die ganzen Kundenrezensionen, wo sich Frauen gemeldet haben, wo Frauen interviewt worden sind und ihre Meinung kundtun über meine Programme, dass es ihnen wirklich so sehr geholfen hat und dass sie jetzt endlich super glücklich sind, mit und auch ohne Partner. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe und vor allem ganz, ganz viel Selbstliebe. Let's spread the love. Love, love, love. I am pure love, love.